Insgesamt waren das 7. und 8. Jahrhundert von einer Entfremdung von Papst und byzantinischem Kaiser geprägt. Vor allem im Ikonoklasmus verschärfte sich die Situation. Leon III. Entzog den Päpsten die Jurisdiktion über Sizilien und Süditalien und übertrug sie dem Patriarchen von Konstantinopel. Gleichzeitig zog er die Patrimonien ein, was katastrophale wirtschaftliche Folgen für das Papsttum nach sich zog. Die Kirchenhoheit des Bischofs von Rom erstreckte sich plötzlich nur noch über Mittel- und Norditalien. Als 751 die Langobarden das Exarchat von Ravenna bedrängten und Rom bedrohten, war die Lage existenzgefährdend. Schon 739 baten die Päpste um Hilfe bei den Franken, was aber von Karl Martell ausgeschlagen wurde. Danach hat es für einige Zeit keine Kontakte gegeben. Erst mit der karolingischen Machtübernahme 751 änderte sich die Situation. Bekanntlich ließ Pippin in Rom nachfragen, wer die Macht im Frankenreich besitzen solle. Der Papst, der von den Langobarden bedrängt war, gab die gewünschte Antwort. 754 kam schließlich Papst Stefan II. Selbst ins Frankenreich. Nach langen Verhandlungen entschloss sich Pippin, den Papst gegen die Langobarden zu unterstützen. Für den Fall seines Sieges versprach er der Kirche die bibinische Schenkung. Diese umfasste den römischen Dukat, Teile des byzantinischen Besitzes in Italien, Ravenna und die Pentapolis, das sind die Adria-Städte, Rimini, Pesaro, Fano, Senigallia und Ancona, sowie eine Verbindungsstraße zwischen diesen Gebieten im Osten und im Westen der Apenninenhalbinsel. Zudem schloss Pippin mit dem Papst ein Freundschaftsbündnis. Damit war die enge Verbindung zwischen dem Frankenreich und dem Papsttum besiegelt. Nach der Übernahme byzantinischer Territorien in Italien und der auch durch den Bildersturm ausgelösten Abkehr von der byzantinischen Oberhoheit wandte sich das Papsttum nun endgültig dem Westen zu. Nun, 769, wurde auch die Papstwahl verändert. Das neue Wahlrecht Papst Stephans III. Schloss die Reihen, die römische Stadtbevölkerung, aus und engte den Wählerkreis auf den römischen Klerus ein. Gleichzeitig wurde festgehalten, dass nur noch Kardinalpriester und Diakone wählbar waren. In diesem Dekret taucht erstmals der Begriff Kardinales auf. Das sind die Priester, die eng mit dem Papst vertraut waren. Ein weiterer sichtbarer Ausdruck des neuen Selbstverständnisses des Papsttums war die konstantinische Schenkung, die in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts erst entstand. Sie ist wohl die berühmteste Fälschung des Mittelalters und wurde im Spätmittelalter endgültig als Fiktion enttarnt. Die konstantinische Schenkung besteht aus zwei Teilen. Im ersten geht es um die Silvesterlegende. Demnach habe Papst Silvester I. Kaiser Konstantin zum Christentum bekehrt und getauft. Gegen Ende seines Lebens sei Konstantin vom Aussatz befallen gewesen. Die heidnischen Priester rieten ihm, sich im Blut unschuldiger Kinder zu baden, was der Kaiser ablehnte. Papst Silvester heilte ihn allerdings durch ein Taufbad. Damit wäre Konstantin der erste christliche Kaiser. Darauf folgt als zweiter Teil eine Donatio, also dem Papst aus Dankbarkeit gewährte Rechte und Geschenke. Demnach habe der Papst als Oberhaupt der Kirche kaiserlichen Rang, weshalb er eine Papstkrone, die Tiara, tragen durfte und auf einem weißen Schimmel reiten durfte. Der päpstliche Klerus sei gleichrangig mit dem römischen Senat. Zudem residierte der Papst im Lateran, der in der Fälschung als Kaiserpalast bezeichnet wird. Als Besitz überträgt der Kaiser dem Papst die Hoheit über den Westen. Die konstantinische Schenkung blieb im Frühmittelalter noch unbeachtet. Erst ab dem Investiturstreit wird sie als Beweis angeführt.
Jedoch wurde ab diesem Zeitpunkt auch ihre Echtheit in Frage gestellt.